Grüßt euch allesamt. Ich kann es kaum glauben. Das ist jetzt schon die dritte Mission Crusader, die ich diese Woche mache. Ja, langsam wird es ja mit den regelmäßigen Videos. So. In der letzten Mission haben wir... Genau, den Wilmer. Professor Wilmer. Ja, befreit möchte ich jetzt nicht sagen. Es war zumindest angedacht, ihn zu befreien, aber... letztendlich ist er doch durch einen tragischen Arbeitsunfall, ja, kaputt gegangen. So, nächste Mission. Laut Ansage unseres Informanten hat Vorsitzender Dragan für heute Abend ein Treffen mit seinen wichtigsten Senatoren arrangiert. Die Zentrale glaubt, sie lassen sich die Funktion dieser neuen WEC-Superwaffe zeigen, von der Snell sprach. Sie müssen in den Gebäudekomplex, in dem das Treffen stattfindet, eindringen und jedes Wort der Senatoren belauschen. Damit wir uns verstehen, Captain, dies ist nichts anderes als eine einfache Spionagemission. Und falls dabei Alarm ausgelöst wird, werden wir möglicherweise die Mission abbrechen. Reeves ist wie immer für Ihre Rückholung verantwortlich. Sollten Sie zu diesem Auftrag Fragen haben, wenden Sie sich an Ihren Datenschirm. Alles Gute, Captain. Heißt es, ich darf keinen Alarm auslösen? Das ist nicht gut. Ja. Puh, machen wir unser Bestes draus. Sollen wir eine Waffe testen? Wow, die feuert sehr schnell. Sehr rapide. Ohne Keycard. Okay, das ist ein Geschützturm. Oh, die feuert ein bisschen arg schnell. Okay, jetzt echt vorsichtig, wenn ich keinen Alarm auslösen darf. Dann kann die Mission schnell nach hinten losgehen. Ich mag keine Zivilisten. Hä? Kann ich auch machen. Okay, die kann ich nicht einmal looten. Peinlich ist das denn. Na? Okay, was ist das hier? Okay, was ist das hier? Ja, klasse. Na? Wollte nicht mit mir spielen. Gott. Ha! Zivilisten töten. Jetzt löst er noch einen Alarm aus am Ende. Okay, da oben war Opus Kraftfeld. Okay. Stockt mal ganz kurz beim Bildwechsel, fällt mir so auf. So. Achso, okay. Vetron. Stimmt. Oh, der Vetron kommt. Da! Doch, langes Schussfeld. Na? Ah, ich hab ihn gekillt. Das ist die Hauptsache. Zum Glück hat die jetzt keinen Alarm ausgelöst, die Kamera. Ja, da sind wir wieder bei dem Thema. Immer schön häufig speichern, ne? Ja? Nein, ich... Oh, ich will das denn haben. So. Ist da was, was ich mitgehen lassen kann? Nö. Mikrowelle vielleicht.
Zip, zip, zip. Okay, dann geht's jetzt da weiter. Es sitzen noch mal Männer am Arbeitsplatz. Das ist für dich, Schurke. Wie ich schon letztes Mal gesagt habe. Das ist an der Glaswand, ist ein Schutzschild. 135. Na, na, na. Stopp. Keine Kamera bitte. Nein! Boah! Wow. Das war jetzt knapp. Wer weiß, was da noch passiert wäre. Und sie sitzt seelenruhig nebendran. Ah, typisch Frau. Hä? Jetzt eigentlich eher erwartet, dass die Tür aufgeht. Ich verstehe den Sinn dieser Schalterreihenfolge nicht ganz, aber sie haben das Gebäude nicht gebaut, ne? Gekommen? Oder was ist da gewesen? Ah ja, doch, da war ich schon. Gut. Gut, gut, gut. Ist es der hier gewesen? 135? Ja. Schießt der? Ja, stimmt, die männlichen Zivilisten schießen ja auch auf mich hier. Puh. Kamera ausgelöst. Sup, sup, sup. Nichts von Interesse. Ich glaube, das wäre jetzt die Waffe gewesen, die ich gerade eben hab. Super. Zweiten auch noch. Was auch immer das jetzt gemacht hat. Ich kann den jetzt. Mhm. 16-stündiger Arbeitstag. Von 6 bis 22 Uhr Schichten. Solche armen Tröpfe, hey. Kamera killen. So. Ah, okay. Interface war gerade eben kurz weg. Ja, ich könnte eigentlich Laser- und Plasmawaffen jetzt, glaube ich, verwenden, aber mir fallen diese automatischen Waffen viel besser. Sind sie sympathisch? Stimmt. Nett von ihm, dass er noch mein Feuer rein. Geschützt habe ich da noch. Was hat er nicht auf mich geschossen? So, da brauche ich die blaue Keycard, die zufällig auch noch gleich da liegt. Was für ein Bastard, nimmt die Frau als weibliches Schutzschild. Ja, von oben dürfte jetzt auch nochmal einer kommen. Was auf die Tür? Okay, mein Ding ist gerade ausgegangen. Na gut, die kann ich nicht looten, ne? Das weiß ich mittlerweile. Na was, nehmen wir's. Ist doch geil. Nimm mal Anne. Mitnehmen. So. Ich könnte eigentlich gleich mal noch hochschauen, weil da war ja die blaue Keycard. Hier bin ich. So. Schon wieder ein. Volles Massaker hier.
mach es. Schützturm und ein Typ, der mit seiner Pistole auf mich schießt. Wache! Wache! Was fällt ihm ein? So. Ja, ich bin sadistisch. So. Aha. Experimentelle Musik. Hip-Hop. Mit Probleme im Sektor. Ich kann eigentlich mal probieren, das Ding kaputt zu schießen. Achso. Muss ich es nicht kaputt schießen? Jetzt habe ich mich ausgesperrt. Ja, laufen wir hin, wo die Schüsse sind. Vielleicht damit. Ja. Dem war so. Speichern. Was süß, die habe ich schon ewig nicht mehr gesehen. Diese Roboter, die keine Angst vorm Sterben haben. So. Das Schutzschild wieder aus vom Glas. Ja, ist recht. So. Ja. Genau, sag ich doch. Grüß Gott. Unauffällig diese Mission ja ist. Ich darf ja keinen Alarm auslösen, aber ich darf die ganze Belegschaft mitbringen. Die Mission ist irgendwie wieder etwas einfach. Ja, aber okay, ich habe erst einen Wettbewerb gehabt. Sag mal, das ist mir jetzt wurscht. Aber das da oben ist mir nicht wurscht, so. Also Zivilisten, die kein Geld bringen und auch nicht aufstehen können, um Alarm zu schlagen, die bringe ich jetzt mal aus moralischen Gründen nicht um. Das neue Schild ist geil. Außer sie schreien. Hilfe. Jetzt sehe ich mich leider gezwungen, ein bisschen Justiz hier zu üben. So. Das Health aufladen. Irgendwo ist die Kamera. Ich sehe sie aber nicht. Ah, ich sehe sie doch. Die ist da oben. Ist hinter diesem... Hinten her. Ich schaffe volle Energiezellen wieder. Okay, cool. So. Okay, das war bloß ein bitte nicht schreien. So, sind wir mal hier. So, Kamera kaputt. Geht's denn jetzt hier weiter? Auf jeden Fall bei dem Typen vermutlich.